Es muss doch ausgesprochen werden. Nur wenn wir es aussprechen, kann es doch gehört werden. Können sich die Dinge ändern? Ich meine, deshalb will ich hier ja gerade alles also als öffentliches Beispiel... Entschuldigung, dass ich dich da so unterbreche. Hast du meinen Vater gesehen? Wen? Meinen Vater. Woher soll ich wissen, wie dein Vater aussieht? So ein älterer mit Hut. Ach, von dir hat er geredet? Er hat über mich gesprochen? Was hat er gesagt? Keine Ahnung, irgendwas von Tierfüttern und Verbotsschildern. Ah, die alten Kamellen. Ich werde nicht zu ihm zurückkehren, weißt du? Und deshalb suchst du ihn? Ich suche ihn nicht. Ich wollte nur wissen, was er tut, das ist alles. Er hätte mich ruhig unterstützen können. Ist nicht seine Art. Aber Sie kannten den Apotheker? Ja, wir kannten ihn. Ja. Ja, vorige Woche war ich noch im Geschäft und habe mit ihm gesprochen und diese Woche wollte er in die Berge fahren. Ja. Ja. Zum Wandern. Ja. Ja. Kleiner kommt langsam zurück. Die anderen starren ihn an. Einer der Sargträger kann nicht mehr. Sie suchen Ersatz. Arthrose. Beide Kniegelenke. Mein Kreuz. Ja, wieso helfen Sie denn nicht gleich aus? Sie stehen wohl gerne daneben und schauen zu. Was? Sie sagen, der Apotheker hatte 100 Kilo. Ja. Er war groß und stämmig. Aber nicht dick. 100 geteilt durch 4. Es kommt nur auf die richtige Technik an. Der Sarg ist aus Mahagoni und hat über 60 Kilo. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Ich kannte ihn nicht einmal. Aber die Wahrheit ist, du bist überhaupt noch nie ernst zu nehmen gewesen. Ich lache ja gar nicht. Ich lache dich aus. Da kann ich ja nur lachen. Du lachst immer so künstlich. Du bist überhaupt kein Mensch. Reißt euch zusammen, ihr zwei. Nur noch wenige Meter und wir haben uns endlich abgeschafft. Zieh dir deine verdammten Schuhe wieder an. Oder willst du dir hier etwa irgendwie alles abfrieren? Anmerkung, Wechsel zu K1. Wenn es dunkel wird, ist man wieder ganz allein. Wenn man keinen Befehl hat, ist es unnötig still. Wenn man keine Befehlsgewalt hat, ist es beängstigend still. Wir müssen uns immer gegenseitig immer wieder kontrollieren. Wir vier müssen uns gegenseitig immer und immer wieder die Halswirbel brechen. Das Knochenknacksen, daran gewöhnt man sich gerne in der Einsamkeit. Afghanistan, Krieg, die reden, wir sterben, wie unsere Soldaten zu Opfern der deutschen Politik werden. Liebe 1, erstmal eine Knutschszene. Frau in Uniform. Küss mich. Er tut es. Das Ganze muss lange dauern. Sehr sexy. Empathie ist das Stichwort. Es darf auf keinen Fall, das wäre das Letzte, irgendwie denunziatorisch wirken. Wir müssen einen Zugang finden. Wir müssen selbst zu einem Zugang werden und gnadenlos durch uns hier durchmarschieren. Wir müssen symbolisch mit uns selbst in den Krieg ziehen. Meditieren man sei ein Talib. Ja, meditieren man sei ein Talib, ein Mondbauer oder eine Mondbauersfrau. Intermission. Auf irgendeiner Tanzfläche, Leuchtstoffröhren, teilweise ausgefallen, teilweise unruhig flackern, beleuchten verschiedenfarbige Folien und fügen sich mehr oder weniger in den Rhythmus der Musik. Wenn du mir nicht von deinem Nummernkonto in der Schweiz erzählt hättest, dann wäre eventuell noch was aus uns geworden. Naja, ich dachte, das würde meinen Marktwert steigern, abgezählt oder nicht fortlaufenden Zahlen. Ab diesem Moment hatte ich dir einfach nichts mehr zu bieten. Ihr braucht mich! Blickt mich an! Mein Look, die Haare so abgepseigt nach links. Mein Shirt, individuell, einzigartig. Ich komme in den Raum mit dem Shirt und ihr, meine Schultern lasse ich, ne? So ein bisschen, genau, da wird es vibrieren, die Atmung schneller, Blicke auf mir, ich werde brennen, ein Blitz in Slow Motion und bang, da bin ich, ihr müsst mich aufnehmen, ihr könnt nicht anders, das wird gigantisch. Puh.
pangalaktisch, galaxomäßig. Wenn ich loslege und aufs Gaspedal drücke, dann kommt's auch sofort. In mir vibriert's, mein Bauch. Ich spür's tief drin. Ich bin der Holzwurm in der Anbauwand. Eine Wohngemeinschaft ist eine feine Sache. In einer Wohngemeinschaft leben eigenverantwortlich eine Menge Leute zusammen, wie in einer großen Familie. Es wird niemals zusammen gebruncht oder geluncht, es bürgern sich keine Rituale ein und falls doch, werden sie schleunigst wieder abgeschafft. Es heißt, dass Wohngemeinschaften, die man mit Unbekannten eingeht, von vornherein dem Untergang geweiht seien. In einer Wohngemeinschaft sollen, wenn möglich, keinerlei über normale Freundschaften hinausgehende Beziehungen unter den Wohnenden gepflegt werden. Man verschätzt sich nicht so arg mit seinen Erwartungen, wenn man einander bereits kennt. Das Vertrauen auf die eigene Menschenkenntnis hilft abzuwägen, wo die Schwächen des anderen liegen, welchen möglichen Konfliktpunkten es vorzubeugen gilt, in welchen Punkten man selbst nicht so verlässlich ist. Kommunikation ist wichtig, aber nur anfangs. Sobald sich einmal alles eingespielt hat, ist die Wohngemeinschaft die beste Form des Zusammenlebens auf der ganzen Welt. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Von wegen, daran stirbt man doch heute nicht mehr. Wollen Sie tauschen? Hallo, Rosa. Von wegen? Gott. Schau, was ich dir mitgebracht habe. In weiß. Eis, Himbeer, Sauerrahm magst du doch, oder? Rosa, hallo. Ich lass mich nicht demontieren. Liefert sich gerade ein Schreiduell. Naja, geschrien hat eigentlich nur Rosa. Ziemlich laut. Ich will eine ganze Frau sein. Der Arzt nickt und geht raus. Wichser. Klar bin ich froh, dass ich nicht, dass ich verschont, aber trotzdem, dass das alles so schnell, also, dass sie sich so schnell verändert. Medikamente sozusagen. Rosa sieht mich nicht. Sieht nicht, dass ich schon wieder hinstarre auf ihr Dekolleté. Ein Langstreckenflug mit 200 Passagieren, das heißt Füllen der Staufächer, Schließen der Staufächer, den Ernstfallproben mit dem Trolley, die Gänge durchpflügen, zwei Durchläufe, Tabletts austeilen, Tagespresse, Getränke servieren, unsere Seelen wohltemperiert, Tabletts einsammeln, ein Lächeln beruhigend einwirken lassen auf die unvermeidliche Hysterikerin an Bord, eine alleinstehende Frau Anfang 60. Atmen Sie in die Tüte, ich verspreche Ihnen, kein Mensch stiehlt Ihnen Ihre Steine. 123, 520, 232, 111, 232, 111, 23, 1, 32, 23, 1, 32, oh Gott. Hör damit I auf! I believe in brothers and sisters with a dream in our homeland. Ich hasse Elvis! Ach, nee. Ja doch, schon immer. Dean. Ja, wenn das Elvis hören könnte, der würde dich verklagen. Der hat ja die gleiche Art, die Stimme. Das ist Gesangstechnik. Das ist Durchschnitt. Aber ich bin es doch, der singt. Elvis war wenigstens Kult. Der hat das auch nicht erfunden. Das war Rock'n'Roll. Chuck Berry, Johnny Cash, Michael Jackson. Dein Dean ist nur ein Country. In Argentinien und Chile war der viel beliebter als Elvis, weil der hat sich in die Herzen der Menschen reingesungen. Na und? Musikgeschichte hat er nicht geschrieben. Ich erzähle das jetzt. Es ist mein Lieblingsmusiker. Monika, bitte. Er wird ausziehen. Ich kann das doch erzählen. Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Ja, aber... Und Freunden muss man die Wahrheit sagen. Die Wahrheit, die Wahrheit. Na und? Ich weiß, wovon ich spreche. Bitte, dann sag doch die Wahrheit. Ich sag sie! Warum bitte? Es ist mein Leben, okay, Miguel? Männer. Sie hieß Anna, Babysitterin. Ist doch klassisch, oder? Was ist klassisch? Schöner Name. Anna, Anna. Hast du gehört, Max? Ich sehe gar keine Verbindung. Ein schöner Name. Was hast du? Ja, ich sehe dich nur an. Irene, wir haben etwas ausgemacht. Ich weiß, Max. Es sind die Lügen, Max. Ich weiß nicht, wie ich so naiv sein könnte. Bitte, Monika. Und die Kinder, wie alt sind sie? 4 und 6. Schönes Alter. Und ihr? Wollt ihr auch Kinder? Nein. Kinder würden euch gut stehen. Ja, sagen alle. Miguel wollte auch nie Kinder. Aber als sie dann da waren, war er der glücklichste Mann auf der Welt. Kann ich mir vorstellen. Wo ist eigentlich Frau Wickert? Frau Wickert weiß sicherlich Bescheid. Ja, wo ist Frau Wickert? Frau Wickert fehlt. War Frau Wickert unter dem... Dieser ahnungslose Pizzabote hat Frau Wickert mit dem Lift umgebracht. Zerquetscht.
Frau Wickert lag unter dem Lift. Frau Wickert hat sich unter den Lift gelegt. Absichtlich. Niemals. So ein Blödsinn. Natürlich, das kann man doch nur absichtlich machen. Da fällt keiner rein. Und schon gar nicht Frau Wickert. Und dann hat sie sich... eine Pizza bestellt. Genau. In den Keller bestellt. Lift reparieren lassen und dann? Vielleicht war es ein Unfall. Das war kein Unfall. Das war Mord. Selbstmord.